Einen wunderschönen guten Morgen von der ABF 2020 in Hannover. Ja, mein Debüt hier, die Messe gibt es schon länger. Schöne Geschichte, hat man nett gemacht. Steht alles sehr großzügig und jetzt sind noch die entspannten Tage, bevor das Wochenende losgeht. Ich stehe hier vor einem Hümer, auch Heimer genannt, mittlerweile EX374. Und der einzige Winter, den wir momentan kennen, ist dieser, jener welcher. Da liegt ein bisschen Schnee auf den Mützen und ich habe einen Zuschauerwunsch und es ist ganz früh am Morgen und die Herrschaften hier waren ganz lieb und haben mir schon mal das Licht eingeschaltet. Und zwar geht es um dieses Fahrzeug. Und da werden wir mal einen kurzen Blick reinwerfen. Das ist der Grand Canyon. Man hat mir auch gerade gesagt, ja, nichts mehr ausbauen, der ist schon verkauft. Also von dem her ein kurzer Einblick oder Ausblick hier auf natürlich den neuen Sprinter, den es jetzt seit 2019 gibt. Und ihr seht auch, wo ich bin, bei Holiday Heinz und Linse Caravaning Center. Ich schätze den meisten Campern ein Begriff oder Reisemobilisten. Kleine Anekdote, ich stand neulich, wo war ich denn da? Irgendwo auf dem Stellplatz und dann sagt jemand zu mir, ich bin der Reisemobil Horst. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Camper Tobi. Und ja, ist lustig, was für Unterschiede mittlerweile gemacht werden. Ich schalte jetzt meinen Weitwinkel absichtlich noch nicht ein. Ziemlich erst in der Position, dass man einmal komplett drauf kriegen. Das möchte ich jetzt immer wieder mal machen. Nämlich ein rundum totale Foto. Und ihr seht, ich habe meinen Gimbal immer noch da. Ich glaube, wir fahren normal weiter, oder? Was meint ihr? Ja, ich denke, es passt. Also, ein paar Details zu diesem Fahrzeug. Jetzt filme ich gleich mal auch über das Preisschild und über die Ausstattung. Ja, schöner Wagen mit dem Klappdach oben drauf. Also ich bin jetzt hier nicht bewandert mit Ausstattungsmöglichkeiten. Aber hier hat man natürlich auf dem 6 Meter Sprinter so einiges auf die Räder gestellt. Das ist ja einer meiner Lieblingsbegriffe. Sind ja auch keine Beine. Beleuchtung kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr einschalten im Fahrzeug. Was haben wir hier? Ich denke mal, hier ist der Gaskasten. So, genau. Da kriegt man durchaus einmal 11 Kilo rein, ich denke, zweimal. Boah, da wird es ein bisschen eng. Da sehen wir auch die Truma Duo Control Modelljahr 2020. Oder hat man das 19 geändert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das Bett kann man natürlich auch wegklappen. Dann habt ihr Stauraum drunter. Hier ist auch als Deko zwei Stühle und ein Campingtisch drin, Foliesystem, das ist natürlich eine angenehme Geschichte. Matratze ist 1, 2, 3, 4-teilig, aber in Querrichtung oder Querschlafen geht das problemlos. Ich sehe auch hier schon einen Kühlschrank und zwar ist das ein Kompressorkühlschrank. Und hier sind auch noch Leuchtungen drin. Ja, da gibt es auch Nachtlichtchen und jetzt machen wir mal ein bisschen heller. Tja. Lautsprecher sehe ich, Rückfahrkamera sehe ich, das große Schlafdach, da füllen wir jetzt mal rein. Was natürlich wirklich schön ist, schön bespannt die ganze Geschichte. Fenster, natürlich Rahmenfenster mit dieser Carbon-Optik, das macht sich gar nicht so schlecht. Das ist ganz hübsch. Schauen wir mal, schmeißen wir die mal zu, hinten die Hecktüren, machen wir auch nachher wieder auf. Das ist halt Mercedes, das hört man schon am Türschlagen. Jo. Dann hat man um mehr Breite für das Bett zu schaffen, hier diese kleine Hutze aufgesetzt. Na, so klein ist die gar nicht. Die geht schon ein Stück raus. Ich komme hier ums Eck. Dann seht ihr das auch nochmal mit der Optik hier in dieser Carbon-Oberfläche. Passt sich das dem Auto ganz gut an. Und von hinten schauen wir uns auch nochmal an. Man sieht den ja auch mehr geschlossen als offen rumstehen. Da ist das natürlich schon eine beeindruckende Silhouette. Mein lieber Schieber, am Morgen solche Worte raushauen. Hammermäßig. Also hier seht ihr auch nochmal das gleiche auf der rechten Seite. Der Sprinter ist ein bisschen schlanker gebaut. Was heißt ein bisschen? Das ist eigentlich für ein Reisemobil schon eine ganze Welt. Markise ist drauf und deswegen muss man eben hier für die Betten ein bisschen mehr Platz schaffen. Ja, ihr seht hier zum Selberlesen Grand Canyon S. Länge 5,93, Gesamtbreite 2,6 Meter, Höhe 2,76 Meter. Auf 3,5 Tonnen, ja, je nach Ausstattung, denke ich mal, da wird es auch eng, wenn man da mal so All-In macht, dass man hier noch gut unterwegs ist. Der mit Allrad sowieso, also mit 3,5 Tonnen dürfte das eng werden zu fahren, aber wie gesagt, Geschmackssache und je nach Konfiguration. Aber in der Farbe ist natürlich eine elegante Erscheinung. So, dann schauen wir mal in das Innenleben dieses schönen Fahrzeugs. Da haben wir natürlich ein Insektenschutzgitter, aber das glaube ich, brauchen wir nicht mehr erwähnen. Das haben wir ja alle schon zigmal gesehen.
Küche schön rund gehalten, breiter Einstieg, natürlich auch noch eine Stufe, die elektrisch rausgeht. Und dann kommt man hier auf den Boden rauf. Ja, und hier ist auch gleich der Aufstieg mit der Leiter. So. Was natürlich auch schön ist, ist hier, da gibt es keinen Kasten, sondern ich kann ganz bequem ins Fahrerhaus runtertauchen. Und da hat man sich ja Mühe gegeben bei Mercedes, das sehr PKW-lastig zu machen. Ist auch richtig so. Über dieses Command Center streiten sich so ein bisschen die Geister. Da gehen wir aber auch nicht näher drauf ein. Kleiner Einblick hier ins Cockpit. Die Schaltkulisse für den Aufbau hat man auch hier untergebracht. Das Tischchen kann man natürlich ausklappen. Der Prosecco steht schon bereit, wahrscheinlich vom Käufer. Sitze kann man natürlich drehen für alle, die neu im Kastenwagen Reisemobilgeschäft sind oder sich interessieren. Und so hat man einen breiten Durchgang. Tisch ist weggeklappt, gut ist es. Oder man klappt ihn natürlich ganz weg. Und dann kann man hier über die Leiter raufgehen. Da werden wir auch gleich noch rauf gucken. Aber erst noch mal einen Blick auf die Küche. Alles da, was man braucht. Oben noch mal eine Arbeitsflächenerweiterung. Ich muss jetzt mal um die Leiter ein bisschen rumkrabbeln. Ja, seht ihr, einfach in das Profil einhängen. Und gut ist es. Oberschränke, super. Stehhöhe, ja, ich mit meinen 2 Meter kann euch jetzt genau sagen, ich messe gerade so Pi mal Daumen, 1,95 Meter. Ich denke, circa 1,95 Meter. Und da ist der Kühlschrank, den wir ja schon bewundert haben. Kennt man auch. CP Plus, selbstverständlich. Wir sind ja hier schon in der Premium-Klasse unterwegs. Und hier, ja, der Durchgang ist natürlich schmal, aber ich passe genau rein. Ansonsten muss man ein bisschen quer gehen. Also wenn man jetzt hier an der Badtür vorbeigeht, aber ist gut gemacht. Eine Schottwand zum Einführen über ein U-Profil. Und dann nochmal hier der Blick auf das Bett, wie wir ihn gerade von hinten gesehen haben. Und jetzt schalte ich auch hier nochmal Lichtchen ein, einmal blau und nochmal drücken. Touch. Und schon dimmt sich das nach oben ganz langsam und fein. Steckdosen genug da, Lichtschalter genug da. Machen wir nochmal die Deckenbeleuchtung an. Thomas Duo Control, 12 Volt, 230 Volt, USB. Alles, was ein Camperherz begehrt oder das Kastenwagenfahrerherz begehrt. Ja, hier passt also wirklich die Bezeichnung Van am allerbesten über allen Kastenwagen. Servus, guten Morgen. So, und ein Bad mit Duschvorhang bei der Größe lässt sich das auch nicht anders machen. Die Stehhöhe natürlich auch im Bad gewährleistet von 1,95. Und dann hier wieder mit Push kann ich aufmachen. Dann haben wir ein Klappwaschbecken. Das verschwindet dann hier vor dem Fenster. So, weg ist es. Das kann man dann natürlich arretieren. Das geht auch mit Soft nach unten. Das senkt sich langsam ab. Und wenn man auf die Toilette gehen will, klappt man es einfach nach oben. In der Duschtasse unten nochmal das übliche Brett, damit man hier keine Beschädigung in der Wanne macht. Ja, sehr schön, sehr hübsch. Und jetzt schauen wir nochmal hier kurz in das Schlafgemach hinauf. Und dann hoffe ich, einen kleinen Wunsch erfüllt zu haben. So, jetzt müssen wir gucken. Wenn man hier beim Aufstieg sieht, hat man gleich nochmal eine 12 Volt Dose. Hier gibt es auch mal so eine Schwanenhalsleuchte. Mal gucken, wo man die einschaltet. Aha, gefunden. Und ansonsten kann man überall schön aufmachen, auf Durchzug schalten. Und hier hat man eine riesige Fläche. Schauen wir mal drunter. Ich sehe jetzt nicht rauf, ich sehe nur über das Display rauf. Auch hier hat man nicht gespart. Gute Matratze, also für ein Klappdach wirklich groß. Da sind die Matratzen oft noch dünner. Und eben auch hier wieder Folie-Federteller drunter. Da oben kann man auch nochmal Kleinigkeiten reinheften, wie so ein Handy oder eine Zeitung oder sonstiges in das Dach selber. Und dann zieht man an und nimmt das Ganze runter. Also, kleiner Einblick. Ja, schon ein nettes Gerät. So, was haben wir denn der Gesamtpreis? Also da seht ihr mal, 60.000 Euro Grundpreis und dann kommt man hier mit den ganzen Ausstattungen, 190 PS, hier nochmal drauf, zweite Aufbaubatterie ist dabei, die Designbeklebung Carbonline ist auch ein Extra, alles miteinander, Fahrassistenzsysteme, Style-Paket, Camp-Plus-Paket, da kommen am Schluss 102.000 Euro raus, aber ja, da hat man einen schönen Heimer auf Mercedes-Basis und das war im mehr oder weniger Schnelldurchgang der Grand Canyon, Modelljahrgang 2020, hier von der ABF in Hannover. Wir kommen wieder, ich komme wieder mit einem kultigen Fahrzeug. Mal gucken, ob euch das gefällt.
immer so ein bisschen gemischtes Programm. Einmal Reiseanbieter, App-Anbieter, alles rund um Camping und dann natürlich wieder Fahrzeuge dazwischen, damit euch nicht langweilig wird, wenn ich jetzt nur Fahrzeuge zeige. Denke ich mir, ist das ja auch ein bisschen ermüdend. So ein bisschen Entertainment gehört schon dazu. Also, ich wünsche euch was, einen schönen Tag. Besucht die ABF in Hannover und zwar bis kommenden Sonntagabend 18 Uhr. Um 10 geht's los. Genau, jeden Tag um 10. Richtig. Also, weiter geht's. Servus, der Camper Tobi aus Hannover. Danke an Caravaning Zentrum Hannover, Oliver, Heinz und Linse.